abstürzt vom Feinsten. Das ist so ein bösartiger Charakter. Trash-TV auf ganz hohem Niveau. Da kann ich nur sagen. Ich habe nur Angst, dass es ein bisschen drüber ist. Bewege deine aus der Kamera! Bisher hieß es Konfro, bei Sat.1 heißt es Moto, Mord und Totschlag. Willkommen zum Trash-Brennpunkt. Promis unter Palmen. Ich wünsche mir Harmonie. Harmonie? Nein. Nein! Nein! Wir werden sehen. Karma is a bitch. So, jetzt habe ich mal ganz kurz nicht aufgepasst. Was ist mit Laura Müller? Ich glaube, manche machen für Geld echt alles. Die einzige Frage ist dann, warum macht Dani Büchner nicht mit? Und jetzt schauen wir uns alle Kandidaten an. Ja, was soll ich sagen? Desiree Lannick. Es ist ein Wahnsinn. Was sagt ihr? Wer hat die Mumienkammer aufgelassen? Achtung, Verwechslungsgefahr. Eine spitze Zunge und spitz wie Nachbars Lumpi. Es gibt keine Zeit zu verlieren und ich habe einen Ruf zu verlieren. Und unter diesem Aspekt muss ich von Anfang an auf 150% gehen. Ja klar, ne? Einen guten Ruf verlieren oder wie Willi Herren sagen würde. Da fühlt man sich doch gleich wohl. So, der Koffer wartet, bis irgendein Arschloch den hochträgt. Okay, das heißt, dass sie den am Ende dann doch selber hochträgt? 10 Leute. Oh Gott, was für Streit wird hier noch stattfinden. Willst du als Lügnerin dastehen im TV? Deine Fresse aus! Und es scheint so, dass in diesem Jahr hier auf diesen 10 Stühlen mehr Konfro entsteht, als auf 12 uns bekannten Hängematten. Der nächste kommt. Mein Name ist Bastian Jotta, 42 Jahre alt. Ich bin mir 100% sicher, dass das wirklich an Grenzen geht und das liebe ich. Also ich liebe es, meine Grenzen einfach komplett zu durchbrechen. Alles ist beim Jotta verdammt viel. Sein Lieblingsessen? Känguruschwanz. Was sagt denn jetzt eigentlich niemand zu deinen transplantierten Härchen? Schön. Kein Doppelbett. Ja, Einzelbett, das kennt ihr noch aus dem Knast. Wartet, bis irgendwo noch den hochträgt. Hallo. Na, da habe ich doch den richtigen Mann, der mir meinen Koffer hochträgt. Diese ganzen Musterpakete, ne? Die sollen doch zu was Nütze sein. Da hat sie also ihr gefunden. Wir hatten ja alle gehofft, dass sie nicht über Matthias Mangiapane spricht. Da wissen wir alle, er ist für seinen Hubert natürlich mehr als nur ein... Skudalo. Mit dabei ist auch die Eva. Oh, 28 Kulturtasche. Ach, hier ist ja noch eine Stufe. Völlig klar, dass ich nicht weiß, wie man sowas bedient. Mit diesem Ding würde es ja auch schließlich aufwärts gehen. Wer bist du denn? Ich bin Eva. Schön, dich kennenzulernen. Wie heißt du? Eva? Eva. Weiter? Benetatu. Bist du YouTuberin? Nein, ich war beim Bachelor und bei Big Brother. Was so viel heißt wie, sie kann nichts und das gleich zweimal. Wir alle denken ja, uns geht's hier gerade mit diesem Corona-Ding schlecht. Die Frau hat aber offensichtlich wirklich Elend erlebt. Bekannt wurde sie natürlich tatsächlich bei Promi Big Brother, weil sie nicht aufs Klo gehen konnte. Also dich habe ich jetzt nicht gekannt, aber das will ja nichts heißen. Meine Begegnung mit Desiree, also du bist Desiree, richtig? Ich bin Desiree Nick. Wie sie jetzt hier so tut, als würde sie Olivia Jones ohne Perücke einfach nicht erkennen. Es sind erst 2 weitere Leute da und die Nick verbreitet schon Hass ohne Ende. Ja, danke schön. 2 Jahre jünger? Ne? Hätte ich gesagt, komm in mein Doppelbett. Wenn du brav bist, mache ich dir mal Spagat vor. Desiree kann also einen Spagat? Schon länger. Ein Hoch auf ihr künstliches Hüftgelenk. Bist du so akrobatisch drauf? Ich war Cheerleaderin. Das ist auch was. Du besser als gar nichts, finde ich schon mal. Ist ein guter Anfang für die, die kein großes Talent haben. Ich finde, es ist ziemlich mies, dass die Desiree hier so eine Abrechnung mit dem Wendler macht. Ich finde ja, er muss mit dieser Pocher-Show wirklich schon genug durchmachen. Die Eva ist schon ein Püppchen, aber ich finde, für ein richtiges Püppchen ist sie nicht hübsch genug. Für mein Empfinden ist sie eigentlich recht banal. Also ich kann auch Spagat. Oh Mann, es läuft wenige Minuten und 2 Frauen sprechen darüber, wer die Beine breiter machen kann. Das ist mein Sat.1. Als nächstes dazu kommt der Ronald Schill. Ich habe gehört, hier werden 100.000 Euro angeboten für den Gewinner. Solche Summen kennt unser Richter gnadenlos. Bisher eigentlich nur in Form von weißem Pulver auf irgendwelchen Spiegeln. Ich finde diese Rehe attraktiv. Aber sie ist halt nicht mehr die Jüngste, ne? Sorry, aber Desirees Gesicht ist noch lange nicht so schrumpelig wie seine vor... Eva, woher muss man dich kennen? Du bist bestimmt im deutschen Fernsehen eine ganz große Nummer. Stimmt das denn? Nein. Nein! Nein! Eva, was weißt du denn eigentlich überhaupt? Weiß ich nicht. Ich möchte dir nicht ins Wort fallen und das erklären. Sehr gute Idee, aber trink lieber, trink, solange die Oberhand noch nicht da ist. Ach, guck mal, da kommt Janine Pink. Ich bin Janine Pink. I just got Das
halt das schöne Gefühl, dass man schon jemanden kennt, ne? So geht's uns, wenn wir uns Sendungen wie Promis unter Palmen anschauen. Janine freut sich, dass sie jetzt hier mit Eva eine Bekannte hat. Und die Sat.1-Redaktion hat da noch was vorbereitet. Sag mal, kann man sich jetzt so eine Kokosnuss nehmen? Ja, gerne. Wir wissen ja dann, was passiert. Wir würden dann hier auf dem Bild insgesamt 2 hohle Nüsse sehen. Ich glaube, die ist ganz schön ausgekocht. Das war's jetzt erstmal. Ist das enttäuscht? Das klingt ja fast enttäuscht. Nee, ich Wen hättest du denn erwartet? Naja, es heißt ja Promis unter Palmen. Ich kann sie schon verstehen. Aber das wird sich jetzt ändern. Hi, ich bin Claudia. Dem ein oder anderen vielleicht besser bekannt als... Ich war jetzt nun auch schon ein paar Mal im Fernsehen und hab Pieps gesagt. Lustig, wie sie Prost ausspricht. Nice, Villa. Ich finde, sie ist eine anstrengende Person. Die Ober ist jetzt schon öfters dicht als ich die ganze Woche über. Wenn die hier so weitermachen, bekommen wir echt alle Trash-Burnout. Ja, Claudia ist normalerweise eigentlich der Typ Frau, den ich ganz toll finde. Aber bei Claudia ist es leider so, dass sie dann doch altersmäßig doch nicht so in mein Beuteschema passt. Hä, aber es das heißt doch, dass Frauen mit 50 fertig sind. Mit 50 sind die doch schon fertig. Sorry, vertan. Wenn man sie als High Society Lady beschreibt, da liegt man leider 100% daneben. Du bist doch Boutique-Besitzerin. Das kannst du gar nicht bezahlen. Das Kleid hat 1200 Euro gekostet. Das ist ein ganz einfaches Etui-Kleid. Nein, das liegt doch ins Etikett. Ich kann mich irgendwie gar nicht entscheiden, wen ich unangenehmer finde. Bitte stimmt mal ab. Vor der Sendung hier hat selbst der Coronavirus Angst. So what? Gibt's hier vielleicht mal was zu trinken? Wer sich heute alles Promi nennt, man glaubt es kaum. Ich glaube, genau das haben wir uns alle auch bei The Masked Singer gedacht. Der nächste kommt. Nochmal zum Mitschreiben. Mein Name ist Matthias Manjapani, ich bin 36 Jahre alt. Seit mindestens 10 Jahren. Ich habe seit 5 Jahren eine Sendung Hot oder Schrott. Was sagst du eigentlich zu deinen Fake-Zähnen? Schrott? Ich kenne dich nicht, das hast du mir nicht über dem. Nee, ich kenne dich auch nicht. Beruht auf Gegenseitigkeit. Du bist sicherlich im Fernsehen bekannt. Ach, ich mache jeden Mist mit. Moment, ne? Sat.1 hat ein Format, bei dem sagen wir Trash-Fans nicht, wer ist das? Wir denken uns bei jedem, oh mein Gott, es wird so gut. Oh, ich brauche was zu trinken vor lauter Freude. Der Kim Jong-un, der hat die Haare so. Mensch, du hast die Haare wie Kim Jong-un. Weißt Wenn du ich das? Jetzt wüsste, wer das ist. Der Diktator. Ganz vielleicht haben wir auch einfach den Klimawandel verdient, oder? Es ist unfassbar. Hast es gefunden. Aber die Szene sind schön geworden. Ja, ne? Ja, sind die ein bisschen zu weiß. Nein. Und was ist eigentlich mit seinem alten Gebiss passiert? Schön. Ach, jetzt reicht's aber. Ich glaube aber, dass er auch wirklich eine Bitch werden kann. Wir alle dachten ja, RTL wäre eigentlich die größte Bitch hier im Trash-Business. Und dann kommt Sat.1 hier mit dieser Perle. Eine lebende Lendenlegende erreicht das Luxusgelände. Ich heiße Ernesto Monte. Also mehr kennt man aus Klatschpresse eigentlich. Merkel und ich sind wir gleich in der Presse. Wenn ich das alles über mich gelesen hätte, dann würde ich sagen, wow, der Typ ist einfach peinlich. Aber zum Glück kann er ja nicht lesen. Dein Film war ich bei Big Brother damals. Was mir richtig gefallen hat, dass wenn das war richtig geil. Komm, ich traue mich kaum zu sagen, aber Ernesto Monte und ich, wir haben was gemeinsam. Ich liebe sie auch dafür. Es gibt immer noch Gemüter, die man sehr einfach erreichen kann. Oh. Ich passe an alles, wovon ihr hört. Begeistert jetzt von der Besetzung bisher. Also ich hätte das nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, heute Abend klatschen wir wieder alle auf dem Balkon. Dieses Mal bitte wirklich für Sat.1 und diesen hammermäßigen Cast. Sat.1 möchte mit dieser Besetzung, glaube ich, wirklich einfach die Welt brennen sehen. Ich bin Carina. Ich bin 23 Jahre alt. Was ganz dralles Hübsches. Wer bist du? Carina. Ich war beim Bachelor. Ach, es ist fast so wie eine Promi-Version des Bachelors. Aber sag mal, kann es sein, dass die Nick RTL und Promiflash genauso ignoriert wie ich McFit? Das gibt's doch gar nicht. Nein, die müsste auch mal Sport machen. Die ist nämlich schwabbelig. Auf den ersten Blick finde ich sie ein bisschen sehr billig. Das wird sich mit dem zweiten oder dritten Blick auch nicht ändern. RTL 2 hat ja bisher immer gesagt, hier, keiner kann so gut Trash wie wir. Und Sat.1 so holt mal Menschenwürde. Bist du eine YouTuberin? Instagrammerin? Instagram ein bisschen, ja. Ach, da habe ich endlich mal eine, mit der ich mich darüber unterhalten kann. Heißt, machst du so Tutorials? Desiree Nick und Claudia Obert in einer Sendung. Ich glaube, ich bin im Himmel. Wir haben hier also wirklich die A-Prominenz der Z-Promis. Das muss man erstmal schaffen. Ein schöner Name, er passt zu dir. Mein Name ist Ronald. Okay. Alles klar, freut mich. Danke. Der wirkt so ein bisschen wie so ein kleiner Lustmolch. Und das wirklich Schlimme daran ist, der Jota scheint der einzig Normale hier zu sein. Ich will das nicht. Der nächste kommt. Die letzte Nummer kommt.
Es ist Tobi Wegener, der Ex-Kurzzeitliebhaber von Janine. Oh, oh. Aber hast du schon die Fütterung aufgemacht? Boah, es ist tatsächlich der. Das ist ihr Ex-Freund. Hm? Wer ist ein Ex-Freund? Von der Dings. Von der Dings. Tobi war also hier mal mit jeder zusammen. Ihre Interessen gingen dann so auseinander wie Carinas Lippen in der Sonne. Sie wollte die Fake-Beziehung für Instagram nutzen und er für YouTube. Da ziehen aber auch ein paar Schweine, ne? Toll. Ja, die wollen, dass es rumst. Wir doch auch. Es ist wirklich so, als würde man ein Trash-Konzentrat trinken. Es fehlt eigentlich nur noch Michaela Schäfer für diese Hall of Shame. Das ist heftig. Ach, ich weiß schon. Ne, man sieht sich immer zweimal im Leben. Außer du bist natürlich ein Sat.1-Promi, dann sieht man dich in der Regel überhaupt nicht. Bis jetzt. Mit Promis unter Palmen wird die Geschichte neu geschrieben. Sogar an Ex-Freunde haben sie gedacht. Hallo. Hi, Tobi. Roland. Hi. Hi. Tobi bist du. Ja. Geht das nicht auch ein bisschen liebevoller, die Begrüßung? Dass man sich ein bisschen... War doch nett. War nett? Hi, was soll ich denn sagen? Ja, ein Küsschen vielleicht. Das nennst du liebevoll. Ich weiß, man kann von Desiree Nick halten, was man möchte, aber sie ist eine absolute Garantie für schlechte Stimmung. Du, wenn ich zu Geld komme, dann lasse ich mir die Brüste verkleinern. Ehrlich? Weil ich finde, große Brüste machen alt. Große Brüste machen alt? Können wir da mal bitte eine echte Trash-TV-Expertin fragen? Danke, Sat.1 für diesen phänomenalen Cast. Willkommen in der Trash-Champions League. Desiree will sich die verkleinern lassen. Du lässt ja, dir den vergrößern. Also hier ist einiges in Bewegung. Ich habe ja gesagt, ich und der Serie haben eine Menge Gemeinsamkeiten. Carina möchte das Ergebnis auch mal in Augenschein nehmen. Nein. Brustverkleinerung und hier. Das, liebe Kinder, passiert, wenn man die Grundschule abbricht. Wie viele Zentimeter hat es denn gebracht? Die letzte Frau, die mich das gefragt hat, ist tot. Hat eine Antwort bekommen, dass sie sich auf Knie hinknien muss und jeden Zentimeter mit ihrer Zunge ausmessen muss. Nesta Monte macht einen Witz. Peinlich des Todes. Dieser Moment, wenn du feststellst, sie haben wirklich die allerschlimmsten und nervigsten Kandidaten aller Trash-Formate der vergangenen Jahre eingeladen und du bist nicht dabei. Halle, Julia. Sondern eigentlich, ich wollte es probieren. Ich wollte den Männern auch einen Einblick in das, in die Sache wirklich präsentieren. Größe ist überhaupt kein Thema mehr für mich. Claudia interessiert sich nur noch für die Größe des jeweiligen Schnapsregals. Ganz vielleicht wäre auch eine Hirnvergrößerung die bessere Option gewesen. Ja, aber wie? Das ist doch ein Schwellkörper. Wurde da was Blut reingespritzt oder was? Gewebe. Eigenfett, Schätzchen. Man braucht Eigenfett. Wir haben noch viel zu besprechen. Eigenfett nur das, was sich die Bachelor-Mädels ins Hirn spritzen lassen. Jetzt geht's aber erst nochmal um Tobis und Janines Ex-Beziehung. Du hast sie verlassen und sie war enttäuscht. Richtig, genau. Und hast du das vollzogen, was den Mann beglückt, was ihn geradezu beseelt mit Jenny? Ja, aber nicht im Fernsehen. Da hat Eis.de schon mehr drauf. Schließlich kennt sie Tobis Körper am besten. Janine kennt Tobis Körper natürlich am besten. Eher ihren aber nicht so gut wie die Toys von Eis.de. Ich bin vor der Sendung mindestens so fasziniert wie Ronald Schill von seinem Dirty Talk. Aber ich finde, Sex ist nicht alles in der Beziehung. Das ist so das Sahnehäubchen auf der Torte. Ohne Sex ist alles nichts. Deutschland, Land der Dichter und Denker und von Promis unter Palmen. Ich hätte dich mir nicht durch die Lappen gehen lassen. Du wärst was für mich gewesen in dem Alter. So eine sinnlose danke. Beziehung mit einem Handwerker wäre mir gerade recht gewesen. Das zahlt sich immer aus. Das ist echt, danke. Tobi ist halt auch einfach hell wie ein Tunnel. Er geht immer noch davon aus, dass sich die Sirenik einfach vertan hat. Also ne, mit dem Handwerker, weil natürlich in seinem Namen das Wort Obi steckt. Schlafenszeit für die Promis unter Palmen. Ich schlafe immer nackt. Aber ich habe mir dieses Tuch umgebunden, schamhaft. Kriegt das Kamerateam hier eigentlich irgendwie psychologische Unterstützung? Aber wir halten fest, wer Promis unter Palmen nicht guckt, hat Trash-TV niemals geliebt. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich hab was gesehen, was ich nicht sehen wollte. Bis heute hätten wir alle mit 2 Wochen Daniela Büchner im Dschungelcamp geantwortet. Aber jetzt? Ach so, dann ist das gar nicht die goldene Kokosnuss, die man hier am Ende gewinnen kann. Good morning. Ein Straw, healthy and full of energy. Der Tag fing so gut an und jetzt dieses. Ja, wir alle, wenn wir den Miracle Morning sehen müssen. Irgendwas quietscht hier doch. Ach, die Sirenik macht Yoga. Los geht's mit der ersten Challenge. Mit dieser Kiste endet die Schonzeit.
Witzig, bei Jens Büchner begann die erst mit einer. Die zwei Gewinner werden Teamkapitäne und sind auf jeden Fall safe. Ziel des Spiels ist es, deine eigenen 5 Eier mit deinem Namen so schnell wie möglich in dein jeweiliges Nest zu transportieren. Das Spiel wird so lange gespielt, bis jeder seine Eier in sein Nest gelegt hat. Das Thema der Sendung heute, Eier. Wir müssen ja alle die Eier ins Nest bringen. Wenn sich Ronald in sein Nest setzt, dann hat er ja schon da die großen Eier und gewonnen. Ich glaube, das kann ganz schön lustig werden. Ich halt gar nichts davon. Aber ich mach's. Ich mach da jetzt da den Clown. Claudia würde die natürlich nur retten, wenn das XXL Schnapspralinen wären. Obwohl ich gerade die Oma so gesehen habe, irgendwie habe ich Appetit auf Quarktaschen. Oh nee. Oh, ja. Das ist natürlich auch ein bisschen gemein hier. Der J hat jetzt nur noch den kleinen Dinosaurierschwanz. Also, Tobi gewinnt. Bei Ronald war es natürlich klar, dass er seine Eier nicht findet. Stop. Für mich ist es schon eine krasse Erleichterung, Kapitän zu sein und ein guter Selbstbewusst-Push halt auch. Ne? Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Tobi gewinnt. Er musste ja immerhin lesen können. Bei den Frauen? Hey, warum hatten die diese Rekan-Kostüme an? Ach, hat sie ja doch. Gewinnt die Carina. The winner takes it all. Nix wert, der zweite Blatt. Die zwei Team-Captains heute sind auch zwei Luschen, wenn du es genau nimmst. Moment, Claudia ist 57, ihre Leber mindestens doppelt so alt. Ihr ist es natürlich völlig wurscht, ob sie Teamkapitänin ist oder nicht. Solange der Zugang zum Kühlschrank frei ist, ist das alles egal. Das stört mich schon ein bisschen, dass ich 10 so Dumpfbacken erlauben muss, über meine Person zu urteilen. 10 oberflächliche Dumpfbacken oder wie es bei ProSieben heißt, TAF-Moderatorin. Normalerweise, wenn mir irgendwo einer dumm kommt, packe ich mein Zeug, meine Kreditkarte, und zieh weiter, ja? Geh erstmal ordentlich einen bechern. Hat Claudia überhaupt noch eine Kreditkarte? Grüße jedenfalls an ihren Sohn Harald, hier von der Bachelorette natürlich. Oh, was ist denn bei Tobi hier los? Hey, Kopf hoch. Nee, manchmal denkt man ja so generell ein bisschen nach, so, ne? Gut, lehn dich da mal lieber nicht zu weit aus dem Fenster. Ich wage das zu bezweifeln. Was soll ich dir denn vormachen? So, soll ich dir die Wolken vom Himmel holen? Und das ist eigentlich gar nicht so, wie es aussieht. Wenn ich dann so vorgeworfen bekomme, dass ich auf ihren Fame hinaus war, das hat sie mir dann vorgeworfen. Ja, wir sind ja beide gleich Fame, oder? Eben. Ersetzt einfach das M durch ein K und dann passt er wieder zu eurer Beziehung. Ein Herz für Schwächlinge. Also ich finde es ja gut, dass er ein Herz für sich selber hat. Du musst aufpassen, wenn ich zu viel in der Sonne sind, sonst verbrennen wir, ne? Hä? Nee. Einen Brand hat höchstens die Obert. Die führt hier gleich ihre neue Kollektion vor und das ausschließlich für Fans. Und die Lester-Schwestern sind in ihrem Element. Ich glaube, dass das für sie ein fantastisches Werbeforum ist. Und da möchte ich, dass sich vielleicht jemand nach mir umdreht. Na klar, drehen sich Leute um, genauso wie bei Unfällen. Sehen wir das hier eigentlich richtig? Es wird gelästert ohne Carina. Carina, das geht doch nicht, oder? Ich freue mich schon darauf, wenn ich sie im Bikini sehe. Also unglaublich, dass das gar nicht präsentiert wird, wie Mode vorgeführt wird, dass man denkt, die hat zwei Taschen rechts und links vom Einkauf, die sie hinter sich herschleift. Ich möchte mich auch bei allen bedanken, die das öffentliche Leben aufrechterhalten. Noch mehr allerdings wirklich bei Sat.1 für diese 1A-Trash-Sendung. Ich liebe alles. Die schafft es halt, mit ihrer Persönlichkeit jedes Outfit zu ruinieren. Haben Sie mich bestellt? Ich habe dich bestellt. Ja. Chili. Machen Sie sich schon mal frei, der Doktor kommt gleich. Claudia Gammelfleisch-Obert. Es gibt billig und es gibt noch eins tiefer. Claudia Obert. Gleich stellt sie sich noch breitbeinig hin, ich sag's dir. Der greift ja unter und sie säuft sich dabei einen an. Es ist einfach alles so verstörend, wie die Nick neidisch wird, weil Ronald an Claudia rumfummelt. Es ist irgendwie traurig und schön zugleich. Und dann diese Stampfer, die Sauerkrautstampfer sind ja keine Sauerkraut. Guck mal. Ich brech zusammen. Wenn Matthias wirklich zusammenbricht, ist so ein bisschen die Frage, ob seine Zähne dann im Grab weiterleuchten. Kann es eigentlich sein, dass irgendwelche Pornoportale jetzt ihre Granny-Filme bei Sat.1 zeigen? Oh. Die ist ja notgeil. Es geht noch was. Ich hab noch TÜV. Claudia hat also noch TÜV. Wir beten um ganz viele Emojis, wenn Sat.1 dann die Unterbodenreinigung zeigt. Oh, mir wurde gesagt, hier sind sogar Schlangen. Also ich meine, da hüte ich mich vor. Trotzdem ist sie so nett zu der Desiree. Desiree und die Obert streiten sich um den Ronald. Und wir alle dachten, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wie konntest du nur? Ich wollte nicht unhöflich werden. Aus Höflichkeit. Nein, das war nicht Höflichkeit. Ich glaube, es war Barmherzigkeit. Da bin ich Philosoph. Essen, was gar ist. Trinken, was klar ist. Sammeln, was rar ist. Was da ist. So wie der Schild drauf ist, sollte Sat.1 lieber alle Staubsauger entfernen und alle Steckdosen zuspachteln. Ich glaube, man kann für nichts garantieren. Er steht auf alle Frauen. Und ich glaube, er steht auf uns alle hier. Er würde uns alle Moment. Er steht auf alle Frauen. Und das von Ernesto Monte, derjenige, der Höllener Fürst. Oh Gott.
läuft bombastisch. Ich mache mir jetzt Pizza und ich verfeinere ich. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Hat sie das jetzt ist den Schinken genommen? Also die gute Nachricht ist ja, wenn Claudia jetzt mit Trinken aufhören würde, wäre sie wahrscheinlich zum Finale einigermaßen nüchtern. Sie ist aber auf jeden Fall eins zu eins ich, wenn ich mir betrunken nachts eine Pizza mache. Guten Morgen, das wusste schon die Großmama. Ich könnte es mir den ganzen Tag angucken, ne? Das ist wie ein Theaterstück. Klar, Frühstückszeit. Die Obert ist natürlich schon wieder hackedicht. Nun ist es an der Zeit, eure Teams zusammenzustellen. Carina, du führst ab sofort das Team Orange und Tobi das Team Gelb. Und Claudia ist natürlich Team Blau. So, wir haben hier Team Erfolglos gegen Team Insolvenz. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, welches das schlechtere Team ist. Die letzte Binde übergebe ich an Claudia. Hey, die ist doch schon seit 40 Jahren in der Menopause. Liebe Promis, eure Aufgabe heißt, ab ins Körbchen. In besagten Körbchen sitzend müssen sich die Promis mit dem Seil über den Balken ziehen. Nicht zweimal, nicht dreimal, nicht viermal, wir hören das Ganze fünfmal. Immerhin kann der Jotta bis fünf zählen. Dann werde ich nicht vor der Welt. Du musst und wenn du stirbst. Die Serie ungeschminkt in HD, man erkennt sie kaum, wenn sie ihr Gesicht nicht vollständig aufgemalt hat. Zieh! Also so häufig, wie die jetzt zieh schreien, ist die Claudia natürlich relativ schnell wieder betrunken. Muss ziehen! Mach doch! Das geht nicht. Sich entscheiden. Ernesto hängt schlaffer in den Seilen als seine lange Nudel. Bei Ernesto wiegt aber natürlich auch das Gewicht seines hier. Deswegen kommt er da nicht so richtig voran. Die Fresse aufreißen, da kann ich nur sagen, als er beim zweiten Durchlauf im Sand saß. Der Jotta könnte bei mir in die Leere gehen. Die Desiree ist so ein kleines bisschen von unserer Luftpumpe hier enttäuscht. Liebe Carina, allerdings musst du jetzt zwei Promis aus deinem Team Orange benennen, von denen heute Abend einer die Villa verlassen muss. Dieses Format bringt die schlechtesten Seiten in uns zum Vorschein. Niedertracht! Ernesto, Desiree. Die ganz schlechten Seiten, oder wie der Jotta sagen würde, ein Buch zum Lesen und nicht zum Ausmalen. Claudia bleibt. Oh je, ich hoffe, die von Sat 1 können sich ihren Alkoholkonsum noch eine ganze Weile leisten. Besonders perfide ist, dass einer von den beiden jetzt da drin bleibt und sich an ihr rächen kann. Ihr als Gewinnerteam entscheidet heute Abend, wer ausziehen muss. Wir werden jetzt gegeneinander ausgespielt. So funktioniert Promis unter Palmen, beziehungsweise bei Claudia Promis unterm Tisch. Aber klar ist Carina jetzt sauer. Leute gegeneinander ausspielen ist ja eigentlich ihre Paradedisziplin. Willst du Tabletten von mir? Hast du? Ibuprofen? Ja, hab ja, alles. Gerne. Ich hab alles. Das ist lieb. Endlich kann Matthias ungestört die Wahl manipulieren. Du hast es gleich im Kopf wie ich, ne? Ja. Oder? Ja, wir wissen das ganz genau. So, wer muss jetzt die Villa verlassen? Ich möchte dir fast die Hose runterziehen und mich hinknien. Er würde dann nicht mehr hochkommen, wie nachher halt auch. Du warst nicht lieb zu mir. Du hast mich nicht lieb. Desiree. Ernesto. Desiree. Ernesto. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. So. Wie immer natürlich, das liegt allerdings nur an seinem sehr begrenzten Wortschatz. Also, Ernesto, tut mir leid. Bei der Nominierung hat Ernesto dann tatsächlich den Kürzeren gezogen. Und jetzt brauche ich eure Hilfe. Das ist das erste Mal, dass ich ein Sat1-Video kommentieren darf. Die Erkenntnis des Abends, Sat1 kann Trash und zwar richtig gut. Wir müssen dafür sorgen, dass ich hier weitermachen kann. Lasst uns bitte den Server von Sat1 schön hier mal rauchen. Ich verlinke euch die ganze Folge in der Beschreibung. Klickt bitte drauf, dass Sat1 sagt, hier, klar. Mach weiter und tatsächlich empfehle ich euch, schaut euch die ganze Folge an, die ist wirklich richtig gut. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Abo mit Glocke da und gebt mir einen Daumen nach oben. Für alle Trash-Gourmets habe ich hier Temptation Island. Es ist richtig unangenehm und ich kann es euch sehr empfehlen, deswegen klickt unbedingt rein. Viel Spaß mit allem und bis ganz bald. Ciao.